Ja, von einer schönen Urlaubsreise kann man viel erzählen. Manchmal aber auch verändert eine Reise in ein anderes Land ein ganzes Leben. Bei meinem heutigen Studiogast war das so. Seine Reise nach Nepal vor 16 Jahren stellte sein Leben auf den Kopf. Das, was der Ahlener Krankenpfleger dort sah, ließ ihn nicht mehr los. Sein Plan? Ein Waisenhaus in Kathmandu. Eine verrückte Idee? Nein, der Mann und sein Verein haben es geschafft. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Rocco Unbescheid. Ja, und Sie haben da wirklich was auf die Beine gestellt in diesen vergangenen Jahren. Also das Waisenhaus steht, eine Schule, Ausbildungsprojekte. Fast 5000 Menschen haben Sie dort bisher jetzt schon geholfen. Erzählen Sie, was ist damals für Sie in Nepal passiert? Was haben Sie erlebt, dass Sie Ihr Leben umgekrempelt haben? Ja, Nepal verändert natürlich die Menschen. Also jeden Menschen, den ich kenne, der in Nepal war, kommt verändert zurück. Für uns war es damals entscheidend. Wir waren im Alter von 23 Jahren Krankenpfleger in einer Fachklinik für Schädel-Hirn-Verletzte in Neresheim und haben damals immer samstags ehrenamtlich in einem Eine-Welt-Laden gearbeitet, haben dann viel erfahren über Armut und Hunger in dieser Welt. Und da waren ein paar Fakten dabei, die haben uns so bewegt, dass für uns klar war, wir müssen handeln. Also Fakten wie zum Beispiel, dass wir 125% Nahrungsmittel haben und trotzdem jeden Tag 30.000 Kinder an Hunger sterben oder dass wir viermal so viel Lebensmittel wegwerfen, als das wir bräuchten, um heutzutage alle Menschen zu ernähren. Und da ist für uns klar geworden, hey, wir müssen eigentlich Hand anlegen, aber wir müssen erstmal bei uns selber Hand anlegen. Wir müssen selber die Veränderung sein. Und dann war klar, okay, wir wollen da tätig werden in der Entwicklungszusammenarbeit, haben dann noch ein nepalesisches Adoptivwaisenkind kennengelernt, hier in Stuttgart in der Rezitation, sind nach Nepal gefahren und seit 1998 ging es dann Schlag auf Schlag. Aber man muss trotzdem auch noch dazu sagen, ich möchte noch mal gern darauf zurückkommen. Ich meine, Sie waren damals wirklich konsequent als 23-Jährige und zusammen mit Ihren anderen Bekannten und Freunden. Sie haben auf der Königstraße gesungen, soweit ich weiß. Ja. Und haben dafür gesammelt und Sie haben auch viel Ihres Gehaltes abgegeben, nämlich die Hälfte Ihres Gehaltes haben Sie erstmal jeden Monat weggespart. Ja, das war für uns einfach die logische Konsequenz, ne? Dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich Menschen aus einer westlichen Gesellschaft, wir haben viele Mittel, gleichzeitig hängt unser Handeln hier mit dem Leben da drüben zusammen, nach all diesen Auseinandersetzungen. Und da war es für uns eine Sache der Glaubwürdigkeit zu sagen, wir machen das mit diesem Gehalt und wir zeigen durch unser tagtägliches Handeln. Ne? Jetzt können Sie ganz schön stolz drauf sein, was Sie nämlich geschafft haben. Neben dem Waisenhaus und der Schule mit Ausbildungsstätten gibt es ja auch noch das West-Nepal-Projekt. Mein Kollege Wolfgang Lickert zeigt uns jetzt mal ein paar Ausschnitte aus Ihren Projekten. Arm und verelendet, so leben viele Menschen im Westen von Nepal. Auch die Allerkleinsten müssen schon mitarbeiten. Govinda unterstützt deshalb die Bewohner von vielen Dörfern, zum Beispiel bei der Landwirtschaft und bei der medizinischen Versorgung. So soll es eine höhere Lebenserwartung für die Menschen geben und weniger Waisenkinder. Auch Hebammen bildet der Verein aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dank einer guten Schulbildung sollen die Kinder einmal auf eigenen Füßen stehen. Seit 15 Jahren betreibt Govinda bei der Hauptstadt Kathmandu ein Waisenhaus mit Platz für 50 Kinder. Es solle ihnen eine liebevolle Heimat geben. 36 junge Menschen haben mittlerweile den Schritt aus dem Waisenhaus hinaus gewagt. Sie sind jetzt in Ausbildung oder studieren. Mindestens zweimal im Jahr fliegt Rocco Unbescheid nach Nepal und überzeugt sich, wie es mit den Projekten vorangeht. Ja, Sie sind da mittendrin und dabei, das sieht man. Sieht es auch nach Spaß aus, mit den Kindern natürlich Fußball zu spielen, aber Sie haben natürlich auch ganz andere Dinge da erlebt, ganz andere Schicksalen sind Sie begegnet. Was beispielsweise hat Sie besonders berührt? Ja, es sind viele Schicksale gewesen, zwei vielleicht, die für mich am bewegendsten waren. Das eine war Tara, ein Waisenkind, das wir aufgenommen haben. Ist ins Feuer gefallen, also wird oft am offenen Feuer in Nepal gekocht. Sie ist ins Feuer gefallen, Füße verbrannt. Die Mutter konnte die Behandlung nicht zahlen, ist deswegen weggegangen von dem Kind. Das Kind ist in ein Hospital gekommen, ist erstmal behandelt worden. Wir sind damals mit dem Manager hingefahren und weil man uns gebeten hat, zu prüfen, ob eine Neuaufnahme möglich ist und das Kind stand vor uns und ich habe als jemand mit einer völlig anderen Hautfarbe zu dem Kind gesagt, möchtest du mit uns kommen? Das Kind hat ja gesagt. Also das sind Sachen, die gehen ins Mark. Oder eine Frau in Westnepal, wo es keine Straßen gibt, wo die Analphabetenrate in unseren Dörfern, wo wir da arbeiten, bei 90% liegt.
die mit einem toten Fötus im Bauch da vom Krankenhaus aufgebahrt war, wo der Arzt, der 26-Jährige, gesagt hat, ich kann dich nicht behandeln, obwohl ich einen modernen OP habe, ich habe keinen Strom und ich kann es leider auch nicht. Und sie hatte dann die 70 Dollar nicht, um nach Südnepal zu fliegen. Und die Angehörigen mussten wieder 8 Stunden über die Berge laufen und mussten wieder versuchen, 70 Dollar herzukriegen. Und wir haben es dann unterstützt. Also das sind Sachen, die gehen in Mark und Knochen. Und die zeigen eigentlich, dass dieser Tropfen auf den heißen Stein, dass es den nicht gibt, wovon viele manchmal reden, sondern dass man eigentlich Schicksale durch das tägliche Handeln verändern kann. Und das wollen wir auch jungen Menschen immer wieder zeigen in unserer Gesellschaft. Deswegen gehen wir auch in Schulen, haben wir vieles auf unserer Homepage über Schulen, Entwicklungszusammenarbeit, weil jeder von uns was in dieser Welt verändern kann. Das ist toll. Allerdings, Sie wollen was verändern, Sie verändern dort unten auch etwas, aber laufen Sie da eigentlich offene Türen ein oder stoßen Sie doch ab und zu auch schon auf Hindernisse in Nepal, politischer Art oder ich weiß nicht, von den Leuten dort? Ja, ist natürlich schwierig. Also seit 1998, seitdem wir dort arbeiten, haben wir einen König erlebt, dann einen Königsmord, dann eigentlich wieder einen König, der kam, der vom Volk nicht gemocht wurde, eine junge Demokratie, die sich nicht richtig durchsetzen konnte, die dazu führte, dass im Endeffekt jederzeit immer wieder Neuwahlen sind, der Premierminister abgesetzt wird und keine Veränderung vorankommt. Korruption, Bestechungsgelder, das ist natürlich auch ein Thema. Und ein Riesenthema, an dem wir arbeiten, weil uns Entwicklungszusammenarbeit natürlich auch programmatisch ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen dort anfangen, an eigene Ressourcen zu glauben. Und unsere Programme sind so aufgebaut. Sie sind sehr partizipativ, aber sie sind auch so, dass wir natürlich auch was fordern, nicht nur fördern. Und das sind natürlich auch Widerstände da. Und damit es dann all diese Positiven auch von Tara und dem Ganzen, die jetzt einfach eine Zukunft haben, auch dank Ihnen, da haben Sie einiges auf die Beine gestellt. Ja, 7 Projekte müssen auch finanziert werden, die Sie haben. Einmal bekommen Sie Gelder über Patenschaften, dann sind es auch Stiftungen und Firmen. Und dann sammeln Sie ja auch noch auf einem Festival, zum Beispiel auf dem Summer Breeze in Dinkelsbrühl. Wolfgang Lickert hat Sie dort im Einsatz getroffen. Keine Angst, die sind eigentlich ganz lieb. Die durstigen Heavy-Metal-Fans geben den Helfern von Govinda jedenfalls gerne ihr Lehrgut. Also morgen nochmal kommen, da ist mehr drauf. Die Plackerei lohnt sich. 25 Cent Pfand für eine Dose. Dafür bekommt ein Schulkind in Nepal zum Beispiel 2 warme Mittagessen. Govinda verspricht, der Wert jeder Dose kommt 1:1 in Nepal an. Rocco Unbescheid ist zusammen mit über 70 ehrenamtlichen Helfern auf dem Summer Breeze in Dinkelsbühl. Die sammeln und sortieren geduldig von morgens bis spät in die Nacht. Vergangenes Jahr kamen so an Pfand und Spenden für Nepal 33.000 Euro zusammen. Das ist schon eine Menge, 33.000 Euro. Aber was können Sie jetzt in Nepal damit anstellen? Also 33.000 Euro ist für uns auch eine Wahnsinnssumme, ne? Und eine wahnsinnige Dankbarkeit da, dass wir das überhaupt machen dürfen da an die Organisatoren. Das sind 3 Schulen, die wir in Westnepal damit bauen können. Also 500 Kinder in einer dieser Schulen. Und da können wir natürlich extrem viel bewegen. Wir können Hebammenposten aufbauen. Das sind über 10 Hebammenposten, die wir in den Dörfern platzieren können. Eine Dose sind 2 Mittagessen von den Kindern in unserem Schulpatenschaftsprogramm an der Shangri-La International School. Also es ist extrem viel. Im Vergleich dazu kann man auch sagen, das komplette Waisenhaus kann damit 1 Jahr finanziert werden. Dafür sammeln Sie Dosen, dafür reinigen Sie auch anschließend das Festivalgelände. Also da stecken Sie ganz, ganz viel rein. Man muss dazu jetzt aber auch sagen, Sie sind noch Familienvater, haben 2 kleine Kinder. Warum stecken Sie trotzdem immer noch so viel Liebe, so viel Leidenschaft nach Nepal? Das Land lässt Sie nicht los. Sie sagten auch vorhin, es verändert einen. Ja, es sind natürlich zum einen die Menschen und zum anderen ist es schon so, dass wir natürlich merken, dass diese ganzen Ideale und Träume, die wir damals hatten, dass die mit jedem, wir haben jetzt gerade dieses Hammer-Team, das da gerade auf Summer Breeze ist, gesehen, mit jedem dieser Menschen wächst eigentlich diese Idee von Govinda im tagtäglichen Leben und das treibt natürlich an, da kommt man nicht mehr weg. Und wir sind natürlich jetzt auch dabei, die nächste Generation nach uns eigentlich aufzubauen, weil wir auch da nachhaltig sein wollen, dass im Endeffekt der Verein nicht von uns abhängig ist auf Dauer, sondern dass auch hier die nächsten Menschen kommen und dass sich das fortpflanzt. Aber trotzdem nochmal so ein Familienurlaub, jetzt wie beispielsweise am Gardasee oder sowas, davon träumen Sie nie. Doch. Oder das machen Sie auch? Das gibt es trotzdem noch. Ja. Also ich habe einen Fulltime-Job, bin im Aargau. Haben wir ja vor uns gerade beim Thema Banken tätig, als Lehrer und Projektleiter einer höheren Fachschule für Gesundheit und Soziales.
habe da einen Fulltime-Job und dann machen wir das halt abends ehrenamtlich. Es ist an der Grenze angelangt, aber durch so tolle Aktionen wie jetzt auf Summer Breeze natürlich kommt eine Riesenentlastung zustande. Okay, Sie werden also weiter da weitermachen, eben auch für die Menschen dort unten eine Zukunft bauen. Noch ganz kurz, Projekte, die Sie sich jetzt wirklich wünschen, wo Sie sagen, oh, das ist das Nächste, was ich will? Also wir können eigentlich in Westnepal, glaube ich, die nächsten 50 Jahre arbeiten. Ne? Das ist, wir sagen eigentlich, man fliegt eigentlich innerhalb von Nepal nochmal nach Nepal, von der Armut her. Es ist um die 200 Jahre zurück. Das ist wie das Armenhaus in Nepal, ne? 200 Jahre zurück sind die Menschen dort. Keine Straßen, kein Strom. Die Frauen entbinden noch im Kuhstall, ne? Aus Glaubensgründen. 90% Analphabetismus, Lebenserwartung unter 50 Jahren. Also da geht uns die Arbeit nicht aus. Herr Unbescheid, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Leidenschaft und so viel, ja, auch natürlich Mut, dort unten weiterzumachen. Und wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihren Besuch. Tausend Dank.